willkommen, liebe Kreuzfahrer an Bord des klassischen Ozeanliners MS Berlin. Unsere siebentägige Reise, genannt Vor Anker bei den Pharaonen, führt uns durch das Rote Meer von Hurghada über Safaga nach Aqaba in Jordanien und wieder zurück nach Ägypten, Ain Shukna und unserem letzten Hafen Hurghada. Die MS Berlin kam 1980 unter deutscher Flagge in Fahrt. Ihre Länge beträgt 139,3 Meter, die Breite 17,5 Meter und sie hat einen Tiefgang von 4,9 Meter. Das Schiff ist voll klimatisiert, verfügt über Stabilisatoren, zwei Restaurants sowie drei Bars. Es ist mit einem Außenpool ausgestattet und bietet den Gästen eine Sauna und einen Fitnessraum. Die MS Berlin am Abend in See sticht, findet gemäß den internationalen Sicherheitsbestimmungen eine Rettungsübung für all unsere Passagiere statt. Ja, wir legen jetzt in Aqaba an und in einer Stunde beginnt unsere Wüstentour. Auf der anderen Seite, ja. Aber das ist Aqaba. Aqaba, Jordanien. Das ist mein Freund. Das ist Fadi. Ja, ich habe eins, ja? Was? Bus eins? Ja, ja. Erster Platz. Heute eine große Stadt. Was heißt groß, aber für ostjordanische Verhältnisse hat er zurzeit 120.000 Bewohner. Ich habe gestern ein Filmchen gesehen auf YouTube. Es war Nilgo. Ich habe gar nicht gesehen. Am Wadi Rum Touristenzentrum angekommen, haben wir einen unglaublichen Blick auf die berühmte Felsenformation mit dem Namen die Sieben Säulen der Erde. Die Namensgebung stammt auch aus dem gleichnamigen Buch, geschrieben von Lawrence von Arabien. Wer ist denn das? Meine Sarah. Geht's noch, Elfie?
müssen alle rein, sind schon wieder da. Wir sind jetzt alle. Das ist nicht so, dass man auf den Rücken gebrochen ist.